Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus, ich begrüße euch zum Euro Truck Simulator 2, heute mit dem Mercedes Actros SLT, müsste das sein. Und wir fahren ein, ja, Blatt von einer Windkraftanlage. Und ja, wir sind auch nicht alleine, wir haben Edeltraut und wir haben Muschi wieder am Start. Und ja, hier ein bisschen was Süßes, ist natürlich gut gegen Zähne. Und wir werden den LKW starten. Machen mal alles wieder so an. Wir haben auch nicht so eine lange Strecke. Deswegen werde ich jetzt gleich mal losfahren. Wir werden gleich hier vorne links rumfahren. So. Und werden uns mal angucken, ob diese Anhänger auch gut hier rumfährt. Wir fahren erstmal auf die Seite lang, ja, weil wir ein bisschen ungünstig stehen hier bei MAN. Und nicht so doll, weil er schwenkt aus. Hoho, wie geil, wie geil. Ihr habt es ja gesehen beim sogenannten American Truck Simulator. Diesen einen Mod, und zwar den ich heute vorgestellt habe, heute früh. Und zwar war das dieser Double Tandem Hashtag Gigaliner. Und dieser Gigaliner, wir fahren mal hier so rum, um einfach mal hier ein bisschen was freizufahren, ne? Hier auf der Pro-Mods natürlich. Und von Zelkrum habe ich erfahren, er hat das in den Kommentaren geschrieben, das würde sogar beim ATS, was da gezeigt wird, würde sogar beim Euro Truck Simulator funktionieren. Da müsste nur eine Datei geändert werden. Also werden wir wohl bald unsere Gigaliner im Spiel sehen. Wir hoffen es mal, dass es in den nächsten Wochen soweit ist, weil wir wissen ja natürlich auch, dass die sowas geplant haben. Ah, ein bisschen langsamer. Ui, drückt ja. Dass die sowas geplant haben und dass wir... Oh, ein Unfall? Warum ein Unfall? Habt euch mal nicht so. So habe ich Vorfahrt, ja. Und des Weiteren, dass die ihr Team ja auf 100 Mann aufstocken wollen. Die haben jetzt irgendwie die Tage ein neues, neuen Bereich, also Unternehmensgebäude oder größere Entwicklerstudio. Ja, wie soll man das sagen? Na, ihr wisst schon, dass sie halt mehr Leute einstellen können. Das hat natürlich auch den Grund, weil viele Leute immer noch den ATS, eher nicht, aber den ETS spielen. Und das bedeutet, dass die dadurch mehr DLCs rausbringen können. Na, vorne ist noch so ein Fehler bei dem Auto. Und das bedeutet auch, ja, dass viele auch die Erweiterungen kaufen. Das sage ich auch immer wieder. Wenn ihr weiter den Euro Truck Simulator sehen möchtet, dann muss der ein oder andere quasi auch mal in die Tasche greifen. Ja, was macht der hier? Kreisverkehr? Da wurden die ersten, die ihr kriegt, ne? Weil sonst würde es nicht funktionieren, ja? Also ich sage mal so, die Preispolitik ist aus meiner Sicht super. Ja, wenn ich dann sage 4,49 oder sagen wir mal 5 Euro für die Trailer, ist ganz okay gegenüber von, sagen wir mal, 15 Euro für ein Feuerwehrfahrzeug und ein paar einfachen Missionen. Deswegen muss ich wirklich sagen, ist das wirklich eine gute Politik. Nicht zu teuer, aber so, dass sie auch damit von leben können und neue Leute einstellen. Ne? Das ist, muss man natürlich auch immer so im Hinterkopf sehen. Und ich freue mich natürlich, wenn wieder neue Erweiterungen kommen und 100 Leute, jetzt sind es so, glaube ich, 50 oder 60 Leute, und wenn dann noch ein paar eingestellt werden, die machen ja extra noch so einen Workshop. Jetzt die Tage, guckt einfach mal auf dem Blog von SCS Software Blog, da haben sie ja was gepostet, wo sie sowas machen und immer wieder auf dem Laufenden sein. Das sind ja der ein oder andere aus der Mod-Community, ist ja schon bei SCS Software angestellt. Zum einen der Chef damals, oder Chefentwickler vom Multiplayer. Jetzt macht es einer aus Polen, der das so schnell wie möglich immer umsetzt. Das ist, glaube ich, auch so ein Programmierer, aber die sind halt so noch im Kontakt, ne? Darum kriege ich auch ab und zu mal Informationen aus zweiter, dritter Hand, ne?
wenn es irgendwas Neues gibt. Hashtag, ne, die Jungs vom Multiplayer, ich grüße euch. Und ja, dann derjenige, der diesen DAF gemacht hat, ne, 50k oder so, wie der sich nennt. Oh, hier ist doch wieder die Amis, ne? Irgendwo fliegen sie doch mit der F-22 oder was, ne? Oder, naja, ne, F-22 war, glaube ich, beim ATS. Ja, wie gesagt, und ich freue mich natürlich, wenn es hier weitergeht und die Leute auch Spaß an dem Spiel haben, auch Spaß bei mir zuzusehen. Das kann natürlich dann irgendwann mal auch sein, naja, wir wollen nicht mehr den Euro-Truck-Simulator bei dir sehen oder was weiß ich, das kann ja natürlich alles mal sein, aber es sieht eigentlich nicht danach aus. Also ist bei mir immer noch das Spiel, was am besten ankommt. Deswegen bringe ich auch so viel. Bezüglich morgen Sonntag, wenn der ein oder andere sich vielleicht schon denkt, naja, vielleicht kommt da ein Livestream. Nee, da wird es keinen Livestream geben. Wir machen was für die Familie. Ne? Schönes Wetter sollte man natürlich ausnutzen. Ich werde natürlich auch noch ein bisschen was E3-mäßiges mir ansehen. Ja, heute am Samstag gegen 18 Uhr, wenn ihr das Video ja seht, dann kommt Toni vorbei. Ja, der besucht mich heute. Und dann werden wir erstmal schön gemütlich grillen und gegenseitig ein paar Backpfeifen geben. Und dann lassen wir den Abend so ausklingen. Und Sonntag ist quasi mit der Familie was. Und dann geht es weiter mit meinem Arbeitszimmer, weil wir kriegen einen neuen großen Schrank heute. Den werden wir dann quasi hier aufbauen. Und dann das hier, das ganze Gerümpel, was der Maximus aus seiner alten Wohnung mitgeschleppt hat, dass es endlich mal ordentlich verstaut wird, ne? So ist dann der Plan und da weiß ich halt nicht, wann ich denn so fertig bin. Und bevor ich mich hier selbst ein bisschen unter Druck setze, ah, ich müsste jetzt einen Livestream machen, noch alles vorbereiten, dies und das, und mich mein Frauchen anguckt und sagt, ey, hast du nicht alle Latten am Zaun? Du wirst jetzt schön gemütlich mal den Schrank mit aufbauen. Nutze ich jetzt die Gelegenheit, gegen 12 Uhr 23 hier auf dem Samstag, noch ein paar Videos vor aufzunehmen, genau. Dass dann wenigstens der Euro Truck Simulator kommt. So kriegt er wenigstens noch ein bisschen was mit, ne? Weil nächste Woche Mittwoch ist dann von der Arbeit so aus unserem Bereich so ein Treffen beim Chef, ne? Dann werden wir da schön grillen. Also wird da auch nichts mit dem Livestream. Ich versuche aber eventuell am Dienstag, ist eigentlich der lange Tag, aber ich habe jetzt zweimal hintereinander lang gemacht, also bis 18 Uhr. Ja, ist dann halt immer schwierig, dann noch irgendwie Livestream zu machen. Wenn ich dann nur bis um 4 Uhr mache, bin ich um kurz vor 5 Uhr zu Hause, kann ich vorbereiten, vielleicht gegen 18, 19 Uhr dann nochmal am Mittwoch einen Livestream machen. Ja, das können wir machen durch einen Euro Truck Simulator, ne? Und ja, falls jetzt wieder die Frage gekommen ist, weil ich muss ja immer wieder das erwähnen, weil auch immer wieder neue Abonnenten kommen, ja. Und momentan ist es so knappe 2000 Abonnenten im Monat kommen schon. Hätte ich nicht gedacht, dass es jetzt an dieser doch eher mauen Phase doch so viele trotzdem auf meinem Kanal sich verirren. Und ja, diesen LKW, ja, den hier, diesen LKW, Foto und diese Ladung findet ihr auf dem Steam Workshop. Einfach mal gucken. Ja. Das ist ja, denke mal, nicht ganz so schwer. So, wie viele Kilometer haben wir denn noch? Wir haben noch 98 Kilometer. Naja, dann ist es heute mal nicht ganz so lang. Aber wie gesagt, ich muss ja halt noch hochladen und bearbeiten. Ihr versteht das. Außerdem, heute Samstag sind sowieso so viele Videos gekommen. Da müssen wir den Euro Truck Simulator nicht Ewigkeiten in die Länge ziehen, weil viele haben dann gar nicht mehr die Möglichkeit, ah, was will ich denn zuerst gucken? Und ja, es wird auf jeden Fall, wenn mal wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, das sage ich eigentlich immer, ne? Zwei Videos die Tage dann kommen, ne? Aber ich kann halt nicht alles irgendwie. Ah, Edeltraut, guckst du mal? Ach, das läuft ja wie ein Länderspiel.
Oh, ganz knappe Geschichte. Ganz knappe Geschichte, muss ich euch sagen. Oh, da komme ich da an die Seite ran. Oh, jetzt hat den Flügel ein bisschen beschädigt. Eieieiei. Ah, so ein kleiner Lackkratzer. So. So, ja. Und so sieht es dann halt aus. Also behalten wir uns erstmal im Hinterkopf, dass er eventuell am Dienstag gegen 18, 19 Uhr eine Leistung machen. Für alle, ich mache ja meistens immer in Discord so einen kleinen Link rein, es geht gleich los. Oder ihr guckt einfach, wo ich denn immer streame, ne? Bei YouTube, Chris Maximus Live, müsste es irgendwie so heißen, ne? Und wenn man da schon irgendwie eine Thumbnail sieht, die nach Euro Truck Simulator aussieht, dann kann es durchaus sein, dass da was Neues kommt. Ja, was? Vielleicht schreibe ich auch da schon rein. Ey, gegen 19 Uhr geht's los. Oh, unser Kunde wartet. Na, was für ein Kunde. Wir fahren trotzdem nur 80. Ja? So, jetzt, ja, mach es aus hier. Oh, wir müssen ja ab hier. Ja. Weil es wurde ja auch schon gefragt, wann machst du wieder dieses Spiel, wann machst du das andere Spiel und. Ja, das ist halt immer nicht so einfach, ne? Spin Tires habe ich ja dann auch erstmal ein bisschen zur Seite gelegt, weil ja, da waren jetzt nicht mehr so die Aufrufe, wo ich sage, das ist jetzt wieder bei euch in Fairfield. Kann natürlich im halben Jahr wieder sein, dass ich dann wieder mal eine Tour mache, vielleicht mit amerikanischen Fahrzeugen oder mit russischen oder halt ein Multiplayer. Und so ist es dann halt, ne? Also da müssen wir halt immer ein bisschen gucken. Also da gucke ich halt selber auch immer, was jetzt gerade so gefragt hat. Ich probiere es immer wieder aus. Auch DCS, auch wenn das jetzt nicht mehr so bei euch im Fokus steht, das dauert immer ein Weilchen, kommt da trotzdem was, ja. Also fliegen wird das auf jeden Fall immer weitergehen, auch wenn ich nicht so ein großartiger Flieger bin. Ja, für die ganzen Simulations-Hardcore-Freunde, die dann jeden einzelnen Knopf umlegen müssen, das bringt da nichts. Ich denke mal, viele werden das auch jetzt langsam schon verstanden haben. Also ich kriege das jetzt nicht mehr so mit, du kannst ja gar nicht mehr fliegen oder lass das lieber. Die haben das irgendwie schon verstanden. Weil als YouTuber kannst du natürlich nicht alles können. Außerdem ist das hier nur ein Hobby und nicht meine Berufung. Berufung ist für mich Arbeiten im öffentlichen Dienst. Und da fliege ich nur selten. Vielleicht mal auf die Fresse, aber mehr auch nicht. So, und ich bin halt, wenn jemand gut fliegen kann, kann er sich ja freuen, ne? Dann kann er natürlich sein Wissen unten in die Kommentare. Ich lese natürlich wirklich zu 95% alles. Außer wenn ich so was sehe, Maximus, tolles Video. Ich habe meine Frage, dann höre ich schon auf. Ganz ehrlich, Fragen kann ich einfach nicht mehr beantworten, weil ich habe mal eine Frage, wollte ich schon mal irgendwie so reinmachen, dass es halt Block ist. Ja, weil, oh, das ist einfach nur, was ist denn hier los? Ja, weil, wenn man zwei, drei Nachrichten am Tag kriegt, mag das alles noch gehen. Aber wenn man Minimum 30, 40, 50 Nachrichten kriegt, ja, und manchmal am Tag 200, 300 Nachrichten. Das kommt immer darauf an, ne? Was für ein Thema gerade gut ankommt und. Dann geht das einfach nicht. Ja, und wenn dann jede zehnte Frage, ich habe meine Frage, ist, dann wird das immer ein bisschen, also da muss ich wirklich sagen, cut, das geht nicht. Ab und zu versuche ich es ja und ich habe ja auch eine gute Community, die sich gegenseitig auch ein bisschen unterstützt. Ja, also das finde ich immer wieder schön. Das freut mich immer. Und dann sind wir auch gleich da. Ja, wir werden aber trotzdem nicht einparken. Das habe ich gesagt, machen wir mal Multiplayer. Da könnt ihr euch totlachen. So, warte mal. Wir werden mal die letzten Kilometer hier im Norden mit dem Windrad. Oder ein Flügel vom Windrad
abliefern, dass sie auch hier oben im Norden guten Ökostrom haben. So, warte mal, müssen wir jetzt und schalten wir nochmal nach außen. Wir schalten wieder rein. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wir müssen. Ich hätte auch da lang fahren können, ne? Ach, verdammt nochmal. Oh. Ah, verdammt. Ja, ich weiß, ich hab einen Unfall gebaut. Ah, das läuft ja wieder wie ein Länderspiel hier. Dann müssen wir da irgendwo jetzt mal wieder zurückkommen, ne? Da vorne, das lenke mal auch einen Kreisverkehr, ne? So wie das aussieht, dann könnten wir ja eventuell wieder zurückfahren. Hier nicht. Hier geht's wieder rauf. Da geht's so. Oh. Wie viele Kilometer haben wir jetzt? 18. Okay, 18 geht noch. Wir fahren einfach mal so lang hier. Wir haben uns dann wieder typisch verfahren hier. Typisch Maximus, ne? So. Das sieht aber auch cool aus hier, oder? Da können wir doch immer wieder ein Fotochen machen, ja. Ach, die Promods ist einfach nur herrlich. Ich habe ja die China-Map wieder rausgemacht, ne? Und hier die Bahn. Ah, noch ein Foto hier, ne? Hier mit dem Bahnhof. Warte mal, wo müssen wir lang? Wir müssen immer noch geradeaus. Ich bin immer wieder erstaunt über diese schöne Verliebtheit dieser Karte. Wie viel Zeit die investiert haben, um das zu spielen oder zu entwickeln. Finde ich echt gut. Vielleicht wird ja der eine oder andere von den Leuten der Promods irgendwann bei SDS Software arbeiten. Man weiß es ja nicht. So, jetzt haben wir natürlich wieder so ein langes Video. Aha, ich bin auch wirklich ein Osterei. So, wir müssen jetzt mal aufpassen. Oh ja, gib Gas, Mann. Ja, mache. Hier ist auch nur 50 erlaubt, mein Freund. Naja, man braucht sich nicht nach der STVO richten. Man merkt aber hier hinten die Lampen. Oh, war rot? Ach, je. Ich wollte hinten jetzt den Spiegel. Da merkt ihr, dass es da ein bisschen oberhalb ein bisschen blinkt, ne? Oh, warte mal. Wir müssen ja hier rein. So. Der lässt mich vor. Gut, alles klar. Was ist mit dem hier? Na, was ist los? Auch dieses Problem haben wir jetzt gelöst. Aber ich muss sagen, dass die KI hier schon recht ordentlich agiert. Ja, also ich kann mich noch erinnern, in sehr, sehr frühen Versionen, ne, wo ich angefangen habe, da gab es schon mal Situationen, wo du dich gefragt hast, naja, was ist denn bei dir da falsch? Aber das läuft. So, jetzt müssen wir wirklich mal Gas geben, ey. Ist ja schon wieder spät. Jetzt
muss ich noch überlegen, was es wieder an neuen Modifikationen gibt, welche LKW und welche Frachten ich denn zeigen könnte. Vielleicht mal wieder so ein Tiertransport. Würde ja auch mal wieder gut wie sein. Ach, jetzt sind wir wieder an der Position, wo wir das letzte Mal waren. Naja. Okay. Jetzt müssen wir mal wirklich aufpassen, dass wir einen richtigen Kreisverkehr nehmen. Ah, jetzt haben wir schon wieder falsch gefahren. Habt ihr nicht gesehen? Oh, ich wäre jetzt schon wieder falsch gefahren. Mann, 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 Mann. Ich bin wirklich ein richtiger Held hier beim LKW-Fahren, ne? So, jetzt fahren wir hier lang. Schauen wir mal, kommt da was? Kommt nix. Rum. Ja, ihr merkt schon, wenn es denn so und so lange wird, das Video, dann will der Maximus irgendwann fertig werden. Zack, erledigt. Schnell hinstellen. Und ja. War doch mal wieder eine richtig schöne Tour. Natürlich wieder verfahren, aber das ist nun mal so. So. Hier ist er. Motor aus. Also, ihr wisst Bescheid, wie es so weitergeht. Diesen LKW mit Fracht findet ihr beim Steam Workshop. Selbst auch die Lackierung ist alles im Steam Workshop. Mit den Worten macht der Maximus einen Fisch. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.